Mein Name ist Martina und für mich ist das Frühstück immer sehr wichtig. Ich trinke immer ein Glas Orangensaft und ein großes Müsli mit Obst und Milch. Am Vormittag esse ich in der Pause meistens noch einen Apfel oder eine Banane. Zum Mittagessen gehe ich immer nach Hause. Ich esse oft die Reste vom Abend. Manchmal mache ich mir eine Suppe und esse dazu ein Ei oder ein paar Nudeln, wenn nicht mehr da ist. Am Nachmittag esse ich oft einen Müsliriegel oder ein Nutella-Brot und trinke dazu einen Tee. Am Abend essen wir immer warm. Die ganze Familie ist da und es ist richtig schön. Wir essen sehr oft Kartoffeln oder Nudeln mit Fleisch oder Fisch. Mit meinen Freundinnen gehen wir am Freitagabend manchmal in ein Fastfood-Restaurant und da esse ich Pommes mit einem Hamburger. Ich liebe Hamburger, aber meine Mutter sagt, dass es nicht gesund ist. Mit meinen Eltern gehe ich deshalb nie ins McDonald's, aber manchmal gehen wir in einen Pizzeria. Dort esse ich dann Nudeln, denn ich mag Pizza nicht gern. Ich heiße Frau Meier und ich frühstücke nicht zu Hause. Aber um 10 Uhr habe ich dann Hunger und ich esse im Büro ein Brötchen mit Käse und Gemüse. Dazu gibt es immer eine Tasse Tee. Dann kann ich wieder richtig gut arbeiten, bis zum Mittagessen in der Kantine. Dort esse ich am liebsten Fisch mit Kartoffeln. Wenn es Pommes und Hamburger gibt, gehe ich lieber mit meinen Kollegen in ein kleines chinesisches Restaurant, denn ich mag Pommes nicht sehr gern. Wenn ich um 5 Uhr nach Hause komme, esse ich oft ein kleines Stück Schokolade und einen Apfel und trinke eine Tasse Kaffee. Sonst halte ich nicht bis zum Abendessen durch. Wir essen in der Familie immer um 7:30. Wir essen meistens eine Suppe. Ich liebe Gemüsesuppe. Danach essen wir Brot mit Wurst oder Käse und zum Nachtisch einen Joghurt. Ich bin Klaus. Unter der Woche trinke ich zum Frühstück nur eine Tasse heiße Schokolade. Aber am Sonntag mag ich gern lange schlafen und dann frühstücke ich ausgiebig mit meinen Eltern. Ich esse dann immer einen Frühstücksei. Und dazu gibt es ein Glas Orangensaft, Brot, Wurst und Käse. Manchmal esse ich dazu Oliven und Tomaten. Wenn ich Schule habe, esse ich bei meiner Großmutter zu Mittag. Sie kocht sehr gut. Ich mag vor allem ihre Kartoffelsalat mit Frankfurter Wurzeln. Nach meinen Hausaufgaben um 4 Uhr esse ich immer einen Kuchen oder Kekse, die meine Oma macht und ich trinke wieder eine heiße Schokolade dazu. Danach gehe ich nach Hause. Meine Eltern arbeiten immer sehr lange, weil sie in einer Modeboutique arbeiten. Oft muss ich am Abend allein essen. Ich nehme mir ein Brötchen mit Salami und trinke eine Limonade. Dann esse ich einen Joghurt, trinke eine Tasse Tee und ich sehe fern, bis meine Mama oder Papa nach Hause kommen.